got an itch I can't scratch. I'm missing a piece that completes a whole part of me. An open wound scar to see. Everybody come here. Letztes Mal haben wir euch von unserer schönen Reise nach Kroatien erzählt. Das Wetter, die Luft, das Meer, alles war so mega schön. Wir haben einfach eine gute Zeit hier. Dass wir heute eine kleine Bootstour machen mit unserem Boot, das wir bei unserem Haus dabei haben, und ein bisschen zu entdecken, was es vielleicht Neues gibt oder auch bei der Bucht, wo wir letztes Jahr waren, dass wir da wieder vielleicht vorbeischauen, weil die war letztes Jahr schon sehr cool, oder? Ja. Wir haben unsere ganzen Schnorchelsachen mit und alles und schauen einfach, was es zu entdecken gibt, weil die Insel, also von unserer Insel weg, gibt es hier echt so viel. Ich meine, es ist echt mega groß hier, deswegen schauen wir uns einfach mal um. So, noch ein kleines Selfie mit Rückenwind und dann sind wir schon in unserer Bucht. Hier gehen wir vor Anker, wenn er hält. Gleiches Problem wie letztes Jahr, der hängt nirgendwo. Das heißt, ich muss runtertauchen und den einfach irgendwo in den Stein reinhängen oder so. Okay, warte, wo sind deine Sachen? Da, hier drinnen irgendwo. So. Da sind die ganzen Handtücher, die brauchen wir jetzt nicht. Klar, dass der Anker nicht hält. Hier gibt es nur Sand. Ilja muss nochmal runtertauchen und den Anker holen. Das Meer ist hier ungefähr 5 Meter tief. Ein Kinderspiel für die Ilja. Jetzt hat sie einen Stein gefunden. Hier hält der Anker bestens. So, ab mit uns ins Wasser. Gott, meine Ohren. Das Wasser hat gewonnen. Ich habe mir letztes Mal eine Brille und einen Schnorchel gekauft. Na, ich bin gespannt, wie sie funktionieren. Also die Brille ist top, aber ich tauche eigentlich lieber ohne Schnorchel. Ilja hat eigentlich nie Schnorchel. Schaut mal, wie klar das Wasser hier ist. Oh, ein Fisch! Lieber Fische. Ich liebe dieses Blau. Fahren wir mit dem Boot in die Marina. Da ist heute ein großes Fest, ein Fischerfest. Naja, die Stimmung ist hier nicht so mega, aber wir sind gut drauf. Wir sind hier gerade beim Fischerfest von der Insel.
Während Ilja zu Musik shaket, hab ich uns das besorgt. Nein, ich greife das nicht an, aber ich greife das nicht an. Das sieht so lecker aus. Magst du auch eins? Stinkt so. Armin, bitte erklär mir mal, was das ist. Ich denke mal, das ist Fisch vom Meer. Also ich weiß noch nicht, welche Fischart, aber es ist Fisch. Okay, so riecht es auch und so schaut es auch aus. Aber wonach schmeckt es? Nach Fisch. Na, ich krieg da echt einen Brechreiz. Ich krieg echt einen Brechreiz. Ich hasse Fisch so sehr. Aber gönn dir. Wegen den Gräten ist es ein bisschen blöd, aber es ist halt eine Feinarbeit. Die essen es alle mit. Also so abgewidert habe ich Ilja noch nie gesehen. Was wir hier haben, schmeckt nur gut. Das sieht nicht so lecker aus. Obwohl, das ist Öl. Ilja, ein Auge. Nein. Schau mal, das ist ein Auge. Ich habe ein Auge gefunden. Aber ist gut. Am nächsten Tag strandet ein Typ mit seinem Jetski bei uns. Ilja fragt, ob sie mal eine Runde mit ihm drehen darf. Gesagt, getan, und schon sitzt Ilja auf dem Jetski. I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head, constantly thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative. I don't wanna get lost in the sedative. Face the facts, I gotta taste. Mann, das muss so cool sein. Wie die Haare fliegen. Cool, also es war wirklich crazy, vor allem wir sind zwischen den Wellen urschnell, da hatte ich kurz ein bisschen Angst, dass ich runterfall. Aber es ist alles gut gegangen, man muss sich echt nur festhalten und ich habe mitgefilmt, ich hoffe, das war cool. Ich zitter immer noch, ich bin ein bisschen voller Adrenalin gerade noch von den ganzen Wellen. Juhu. Wegen dem Typen oder wegen dem Jetski? Wegen dem Jetski natürlich, aber es war schon sehr krass, weil wenn man da weiter rausgegangen ist, es waren schon krasse Wellen und so. Ah. Ich bin ein bisschen am Zittern, glaube ich, ja. Das war schon sehr cool. Wir brauchen auch einen Jetski. Am Nachmittag will ich natürlich auch Jetski fahren. Aber wir haben keins. Mein Dad hat aber eine Idee. Das, was er vorhat, ist so ähnlich wie Jetski. Und macht mindestens genauso viel Spaß. Ihr könnt euch denken, das machen wir bis zum Sonnenuntergang. Wie machen die Haie? Rawr!
Rar. Es wird immer besser hier. So, meine Lieben, das war's mit unserem Kroatien-Urlaub aus diesem Jahr. Arvin, was war dein Highlight so oder wie hat's dir gefallen? Naja, man muss schon sagen, wir haben eigentlich mehr Zeit unter Wasser als Oberwasser verbracht. Ja, das stimmt. Aber wir haben coole Sachen gesehen. Wir haben den Oktopus gesehen, einen Mini-Seestern. So süß war alles. Genau, und wir haben einfach die ganze Stadt wieder ein bisschen und wir haben auch cool Surfboards gespielt. Ja, das war echt lustig. Obwohl es halt einfach keine Wellen gab. She's aber the queen of the waves. Und dann haben wir auch noch, was haben wir noch gemacht? Ich bin auch noch Jetski gefahren, das habe ich auch noch nie gemacht. Mit einem random Typen, der hier bei uns gefahren ist und aus Frankfurt war. Also liebe Grüße an ihn, falls er dieses Video sieht. Glaube ich zwar nicht, aber danke nochmal. Jetzt über meine eigentliche Größe. Ja, aber es war echt schön. Ich werde sie schon vermissen. Ich werde es auch wieder vermissen, aber ich freue mich jetzt auch schon auf zu Hause, auf die Babykatzen, weil die habe ich auch vermisst. Also, mein Lieblingssouvenir, was ich mitnehmen werde aus diesem Urlaub, ist diese schöne Gelse, die mir hier noch auf die Stirn einen Gelsendippel gemacht hat. Ich frage mich auch, welche Gelse hier irgendwo Blut raussaugen möchte. Aber ja, genau. Wir sehen uns nächstes Jahr wieder, liebes Kroatien. Und euch sehen wir nächsten Sonntag wieder. Küsschen, ciao!